10.000 Adlerträger durften also bei der Generalprobe im Deutsche Bank Park gegen den französischen Erstligisten AS Saint-Étienne dabei sein und sorgten dabei nicht nur für eine Gänsehautstimmung, sondern durften auch gleich den kolumbianischen Neuzugang Rafael Boré von Beginn an bestaunen. Die Eintracht von Beginn an her in den eigenen vier Wänden. Freistoß Kamada, Keeper Green organisiert noch seine Mauer. Kamada hebt die Hand und bringt dann den Ball scharf vors Tor. Und dann kommt Hinteregger. Da fehlten nur Zentimeter in der 10. Minute. Gute Freistoßflanke von Kamada und Hinteregger, der den Ball einfach nur über den Kopf streifen lässt und am langen Pfosten ganz knapp vorbeigeht. Zwei Zeigerumdrehungen später die Eintracht wieder gefährlich. Langer Ball von Kevin Trapp. Kamada verlängert ihn sofort in den freien Raum und von hinten kommt Danny Da Costa angesaust. Da Costa ein sauberer Kontakt und dann rein die mit der Flanke. Und da ist Boré, Abpraller und Lenz. 1:0 für die Eintracht durch den Neuzugang von Union Berlin. Lenz, der von Beginn an spielte, weil er auch nächste Woche wahrscheinlich den gesperrten Kostic ersetzen wird und nutzt sofort die erste Chance eiskalt. Boré noch mit dem Schienbein, Green pariert und dann der Abstauber vom Linksfuß. Die verdiente Führung nach 12 Minuten. Die Adlerträger waren defensiv, aggressiv und griffig und offensiv ließ es sich ebenfalls gut ansehen. Da Costa wieder über rechts. Einmal verzögert, schickt dann Barkok. Barkok mit der Reingabe, Kamada! Der Japaner lässt die dicke Chance auf das 2:0 liegen. Da Costa, der Barkok in Szene setzt, der mit der perfekten Hereingabe. Da muss eigentlich Kamada nur noch den Fuß hinhalten und es stünde 2:0. Die Eintracht weiterhin im Durchgang 1 am Drücker. 42. Minute. Gute Kombination in der Mitte. So treibt die Kugel Richtung Strafraum. So hat den Kopf oben. Kamada und Foul. Kasri kreuzt den Laufweg von Daichi Kamada. Klare Sache von Schiedsrichter Welz, der auf den Punkt zeigt. 11 Meter. Hier nochmal in der Wiederholung. Da gibt es keine zwei Meinungen. Eigentlich wollte erst Barkok schießen, aber dann die Verantwortung auf Boré, den kolumbianischen Neuzugang. Boré läuft an und schießt einfach in die Mitte. 2:0, eiskalt vom Neuzugang. Schickt den Torhüter in die falsche Ecke. Das Premierentor von Rafael Boré. Der zweite Durchgang flachte nach vermehrten Wechseln deutlich ab. Die Eintracht nicht mehr so dominant, was Saint-Étienne in der 74. Minute zum Nutzen weiß. Timothy Kolodziejczak verlängert die Ecke perfekt ins lange Eck. Keine Abwehrchance für den Schlussmann Kevin Trapp. Der Anschlusstreffer zum 2:1. Danach passierte nicht mehr viel. Die Eintracht gewinnt die Generalprobe gegen Saint-Étienne mit 2:1, mit der Coach Oliver Glasner vor allem im ersten Durchgang sehr zufrieden war. Ich denke auch, dass wir sehr, sehr viele gute Aktionen hatten, wunderbare Tore erzielt, Chancen herausgespielt. Und einzig so nach der Halbzeit haben wir ein bisschen den Fokus verloren, waren wir etwas zu leichtsinnig im eigenen Ballbesitz, wo dann der Gegner so gefühlt in den 10 Minuten mehr in unserer Hälfte war wie in der gesamten ersten Spielhälfte. Und da heißt für uns, dass wir natürlich, aber da haben wir auch noch Zeit, diese Konzentration, diese Wachheit aufrechterhalten, aber sonst wirklich mit vielen Sachen, haben mir sehr gut gefallen heute. Damit ist die Zeit der Testspiele vorbei. Es wird ernst. Nächste Woche Sonntag im DFB-Pokal, dann gegen Waldhof Mannheim.